Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, was Sie den Pfarrer schon immer mal fragen wollten, 7 Minuten mit Pfarrer Deistel. Mir gegenüber sitzt Claudia Korn, Rechtsanwältin, und ich kenne Sie von der systemischen Ausbildung her, die ich nebenbei mache, und wie immer habe ich keine Ahnung, was Sie mich fragen will. Herzlich willkommen. Hallo Frank, ich freue mich, dass ich deine Fragen stellen darf. Ich beginne. Mich würde mal interessieren, wie beginnt denn so dein Tag? Morgens um 6 auf spätestens aufstehen, und ich mache tatsächlich meiner Frau jeden Morgen erstmal Frühstück. Das ist schön. Und wer kauft bei euch ein? Das macht meistens sie, aber wir machen das auch gern zusammen. Und wer kocht? Kochen ist so eine Sache. Also im normalen Alltag gibt es oft gar nichts Gekochtes. Da geht es bei uns manchmal sehr sparsam zu. Wenn es was Aufwendigeres zu kochen ist, das macht gern meine Frau. Aber wir machen es auch schon mal zusammen. Und wer macht bei euch die Wäsche? Ausgesprochen sie. Weil sie in Rente ist, weil sie das so will. Ich hätte das gern anders, ich hätte mir das auch gern anders vorgestellt, aber ja. Und wie sieht dein Feierabend aus? Ach, es gibt nicht so richtig Feierabend. Es gibt ja auch sozusagen ständige Bereitschaft. Es ist, die Tage sind oft strukturiert und dann wieder nicht strukturiert. Feierabend in dem Sinn gibt es nicht bei mir. Und was tust du dir Gutes? Na, zum Beispiel hier diese Ausbildung, mal andere Leute und frische Ideen, das gefällt mir gut. Mich würde mal ganz spannend interessieren, wie schaffst du es, dich von Themen, mit denen du als Pfarrer konfrontiert wirst, oder von Themen, die als Pfarrer an dich herangetragen werden, zu distanzieren? Wie schaffst du Distanz, professionelle Distanz? Also tatsächlich hilft es mir, ich bin erstmal mit nahezu allen Menschen per Sie. Das ist nicht unpersönlich, das ist manchmal auch nicht weniger intim, aber es ist ganz klar, also das hier ist was ganz Professionelles, Berufliches und so. Manches nehme ich natürlich innerlich trotzdem mit, und manches muss ich mit einem Kollegen manchmal auch besprechen, wenn es mir innerlich mich zu sehr auffühlt. Mhm. Das beantwortet fast schon ein Stückchen meine nächste Frage. Das, was mich interessieren würde, wäre nämlich noch, mit wem teilst du deine Themen? Also in der Regel tatsächlich nicht mit meiner Frau, das wäre unfair. Also wir reden über viel, aber ich finde, meine Frau darf schwerlich mein Mülleimer sein, das ist unfair. Wenn es wirklich mal Sachen gibt, wo ich sage, das ist kritisch, das ist bedenklich oder so, das mache ich dann schon mit, also dienstlich in einem ganz offiziellen, geschützten Rahmen, ja. Okay. Dann mal was ganz zurück. Wann hast du für dich entschieden, ich möchte Pfarrer werden? Ja, ich wollte das ja gar nicht werden. Ich wachte eines Tages auf und hatte den Eindruck, ich sollte das machen. Ich hatte eigentlich wenig Bock drauf und auch schlechte Voraussetzungen. Warum hattest du schlechte Voraussetzungen? Ja, ich war ja einmal naturwissenschaftlich unterwegs. Ich hatte also ich konnte weder Hebräisch, ich war auf einem neusprachlichen Gymnasium, nicht auf einem altsprachlichen. Ich musste Latein nachholen, ich musste Altgriechisch nachholen. Ich komme aus keiner Akademikerfamilie, also sehr viel schlechter geht es erstmal nicht. Das heißt, du hast vorher was anderes gemacht? Ich habe neben dem Abitur erstmal eine technische Berufsausbildung gemacht, genau. Und so arg kirchlich sozialisiert war oder ist meine Familie tatsächlich auch nicht. Ich selber eigentlich auch nicht. Und jetzt, seit wann bist du Pfarrer? Seit knapp 30 Jahren.
Okay. Kannst du dir vorstellen, was anderes zu machen? Also ich wollte tatsächlich nichts anderes machen. Ich denke, das ist sehr sinnstiftend, sinngebend. Die meisten Sachen machen ja auch wirklich Spaß. Ich selber bin mit meiner Aufgabe auch sehr verwoben. Also was ich nach dem Ruhestand machen will, wenn ich meine Aufgabe nicht mehr habe, diese Frage beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Und was könntest du dir vorstellen, nach dem Ruhestand zu machen, wenn du die Aufgabe nicht mehr hast? Ach, vielleicht habe ich hier irgendwo eine kleine Praxis und mache systemische Beratung. Denn Kollegen im Ruhestand, die meinen, alles besser zu wissen, zu einem solchen möchte ich mal nie werden. Wie meinst du das, Kollegen im Ruhestand, die alles besser wissen? Ja, die gibt es ja jetzt auch schon. Die meinen das gut und bringen aber die Erfahrung ihrer Zeit mit und die lassen sich schon auf die jetzige Gegenwart natürlich wenig übertragen und dann sind das oft gut gemeinte Hilfsangebote und manchmal ist es anstrengend oder nervig. Und ja, das hatten die Kollegen damals, die es gut meinen, damals sicher auch nicht vor. Trotzdem ist das Ergebnis manchmal so, dann will ich den gleichen Fehler nicht wiederholen. Okay. Also mir würden jetzt tatsächlich erstmal keine weiteren Fragen einfallen. Dann ist das ein Podcast, der in 6 Minuten 32 Sekunden zu Ende ist. Ganz, ganz lieben Dank. Nächste Woche ist jemand anders da, aber ich verrate noch nicht wer. Bleiben Sie dran, machen Sie es gut. Tschüss.